interessa e chi lo sa. Magari questo progetto a me sembra un tetto sulla nostra testa. Io ti chiamerò, tu mi rispondi. Ich habe mich gefreut, heute an die Seestraße 92 in das Museum der zeitgenössischen afrikanischen Kunst zu kommen. Ich habe ganz viele Sachen in Afrika geschenkt bekommen. Was ich behalten habe, ist dieses Fruchtbarkeitsstatue, Frau und Mann in einem Leib, schwanger. Und dann die Hirse. Afrika, Westafrika lebt von Hirse, wunderbares Pflanze. Und Baumwolle, das ist die Kleidung. Das ist das, was ich behalten habe. Ursprünglich ging ich als Franziskaner nach Afrika, um eine Schreinerei aufzubauen. Aus diesen Kontakten sind Dutzende von Projekten entstanden. Eigentlich fragen wir, was wollt ihr, was braucht ihr und unterstützen sie? Hühnerzucht, Schulen, Brunnen, Krankenversorgung, Mittagstische, eben Stauseen, alles Mögliche. Aber es ist immer der Ruf von Afrika an uns, und wir arbeiten mit ihnen zusammen. Unser Projekt unterscheidet sich. Wir gehen nicht mit unseren Vorstellungen. Wir schauen, was sie wünschen. Und dann wird das gepflanzt wie ein Senfkorn. Und dann lassen wir es wachsen. Und was gedeihen soll, wird dann groß. Chance für les choux. On va planter. Regardez comment tonton va planter ça. Avec tanti, ils vont planter les choux. Regardez comment on fait. Celle il faut planter. Oui, regarde comment tanti fait et puis tu fais. Oui, Sarif. Alors on applaudit pour Sarif. On applaudit pour Sarif. Il faut sortir. Maintenant, qui veut planter encore? Oui. Wahrscheinlich das größte Projekt meines Lebens war das Projekt Staudamm. Da wurden wir von einem König gefragt, ob wir helfen, einen Staudamm zu bauen. Er hat mir einen Geißbock geschenkt und Danke gesagt, dass ich das Projekt mache. Und das ist wie ein Wunder, das wurde lanciert. 2 Millionen haben wir hier gesammelt, 2 Millionen verbaut. Und jetzt von Google Earth sieht man jetzt die grüne Oase um diesen See herum. Er wird jedes Jahr fast ein bisschen größer, weil das Grüne kommt und kommt. Und das wäre meine Vision, dies im ganzen Land, wo es möglich ist, zu verwirklichen. Ja, das hat der zweite Stausee. Einerseits kamen die Leute von einer sehr armen Region, die jetzt kein Wasser mehr hatten, auf uns zu. Und auf der anderen Seite kam Annalisa mit ihrer Band, die etwas machen wollte. Und jetzt machen wir gemeinsam am 4. Dezember eine CD-Taufe. Einerseits für die Kultur und Musik und andererseits mit dem Blick mit Musik. Arbeiten wir ein Stück am Himmel auf Erden mit. Meine große Vision ist, diese 70 oder 72 Regenwasserrückhaltebecken, die eigentlich auf einem Plan vorhanden sind, da meinen Beitrag, unseren Beitrag zu leisten. Am liebsten würde ich alle bauen. 200-300 Millionen, dann stehen sie. Di chissà come.